Hallo zusammen, heute eine PS5 Disc Edition. Gerät ist runtergefallen. Man sieht hier Quetschung oder Verbeulung und sagt keinen Mucks mehr. Das ist eine, muss ich mal gucken, 1016A. Gucken wir mal eben. Sagt keinen Ton mehr. Einmal Strom. So, anheben. Wo sind sie? Rückgabe. Keine Funktion. Power. Auch keine Funktion. Gut, sagt kein Mucks. Dann einmal Stecker raus. Einmal weg wieder. Ja, dann würde ich sagen, öffnen wir das Gerät mal und schauen mal nach, wo das Problem liegen könnte. Müssen wir mal eben den Deckel abmachen. Dann hole ich mir mal eben kurz ein Messgerät. Ich gucke mal eben, ob wir hier einen Kurzschluss haben, plus auf minus oder sonst irgendetwas. Weil dann könnte ich auch noch mal eine Möglichkeit zeigen des Fehlerauslesens. Ich denke, ist bestimmt auch interessant, mal kurz reinzuschauen. Und funktioniert aber nur, wenn wir hier zwischen plus minus keinen Kurzschluss haben. Gucken wir mal. Also Kurzschluss habe ich nicht. Definitiv nicht. Nein. Keinen Kurzschluss. Also hier habe ich schon mal Kurzschlüsse. Da, da und da. Gut, dann hole ich mir mal meine Lötstation. Dann löten wir mal ein paar Messpunkte auf. Kabel. Und dann lesen wir mal das Gerät aus, was für Fehler angegeben werden. Mache ich meistens in der Regel vorab auch. Aber alle Fehler findet man nun mal damit nicht. Ist halt so. Gut, ich lasse das jetzt so liegen, roll mal eben ein bisschen weg, hol mir meine Lötstation und dann löten wir Kabel auf. Und dann schauen wir mal, was uns das Fehlerprotokoll von dem Gerät so sagt. Sturzschaden ist halt immer übel, ne? Dort Masse TXRX. Also hier Masse TXRX. Da kommen jetzt drei Kabel drauf. Bei mir sind das schwarz, blau und rot. Dafür brauchen wir einmal Lötkolben, Flussmittel. Ich nehme wieder das, was mir hier bei der Lötstation mitgegeben wurde, die ich da probieren soll. Die werde ich auch nehmen. Werde da mal eben einen anderen Aufsatz drauf machen und dann löten wir die Kabel auf. Die hole ich mir eben, bis später. So, dann löten wir die Käbelchen mal auf mit der Quicko Lötstation wieder. Ich habe jetzt hier den Spitzen, also hier ist der Lötkolben, nicht dass er denkt, es ist ein anderer.
Ich teste das halt und schauen wir mal. So, jetzt tue ich hier ein bisschen Rot drauf. Muss ein bisschen aufpassen wegen dem Konnektor. Gehen wir mal so, jetzt diese Lötspitze drauf hier. Der steht bei 200, das reicht nicht. So. Gut. Jetzt sollte es besser funktionieren. Ja, einmal. Zwei. Gut, dann brauche ich das Kabel, einmal schwarz, einmal, dann das blaue bitte, TX, gut, und rot. RX. Komm her. Gut. Da gehen wir noch mal vorbei bei dem Kleinen. Also bis jetzt ist okay. So, das reicht. So, Lötstation wieder aus und gut ist das. Dann räume ich die Lötstation jetzt erstmal weg. Hier reinigen wir jetzt erstmal, Flussmittel ein bisschen wegmachen. Dann hole ich mir den Laptop, dann muss ich gucken, ob ich noch ein HDMI-Kabel habe für den Laptop, wenn ich das direkt hier auch auf dem Bildschirm ausgeben kann. Ich habe mir auch einen Switch geholt mittlerweile, weil ich kann nur zwei HDMIs an den Monitor hier anschließen und habe es vor, irgendwann über den PC zu machen. Dann nehme ich es auch im PC auf, aber da habe ich leider noch nicht die Rechenleistung für meinen. Da muss ich noch ein bisschen warten. Peu à peu. Da kann man auch mal Livestreams machen, fällt mir gerade ein. Jo. So, entfernen lässt sich dieses Flussmittel da, was geschickt wurde, auch gut. So, einmal Müll. Gut, dann würde ich sagen, hole ich mir jetzt mal eben den Laptop und dann gucken wir mal, dass wir das Board mal auslesen und gucken, was für Fehler hier vorfinden. Bis gleich. So, sieht das jetzt aus. Rechner fährt hoch. Schaltnetzteil. Das ist der Stick. Damit lesen wir den Fehler aus über UART. Das Board, die Kamera hängt jetzt hier und ich tue jetzt das Bild vom Laptop auf den Switch und dann auf den Monitor. Dann ist das besser zu erkennen, weil beim letzten Mal war es ja nicht so berauschend. Gut, dann starte ich jetzt gleich die andere Kamera und wir sehen uns im Prinzip in 30 Sekunden oder so wieder. Jetzt gehe ich ein Stück vor noch. So reichen. Ja, würde ich sagen. Dann Netzteil einmal an. Klack. Muss ich ein bisschen warten. Jetzt fährt sie hoch. 3,2 Ampere und fährt wieder runter. Gut, das übliche halt. So, jetzt muss ich das Programm starten. Das ist das alte. Einmal das neue. Müssen wir warten. Da ist es. Gut. Okay, okay, okay. Gut. Dann gucken wir mal, ob er ihn erkannt hat. Dann lesen wir mal aus. Uiuiui, ui, ui. Das ist aber reichlich. Das ist aber reichlich.
DDR6 APU Data Line Short. Was haben wir denn heute? 9.4. Das ist von heute. 19.8. ist was. Gehen wir mal weiter runter. Das ist der 10., dann ist der Fehler aber schon länger. GDR6 APU Data Line Short. Das ist das, was ich auf dem Board vorhin, bevor ich das Board vom Kühlkörper genommen habe, auch gemessen habe, dass da ein Kurzschluss ist. Rein theoretisch könnte man die Fehler jetzt nehmen hier, kopieren. Und dann gibt es Fehlerlisten. Aber die ist ja schon bekannt, deswegen ist es entschlüsselt, was hier ist, ansonsten hat man nur Nummern hier. Beim Runterfahren war ein Problem, da fehlte was und der Rest ist okay. Das ist F und einmal Ende, no errors. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir das Netzteil einmal aus, klemmen das Board einmal von der Stromversorgung ab. Jetzt mache ich erstmal das Netzteil aus. Gut. Und den Fehlercode kopiere ich mir mal hier und speichere den ab. Und dann sehen wir uns wieder. Dann messen wir mal nach, wo da der Kurzschluss ist, würde ich sagen. Dann sage ich mal bis gleich. Jetzt hätte ich fast was vergessen. Jetzt lösche ich die Fehler mal. Und clear. Gut. Entschuldigung. So, ich werde jetzt hiermit morgen weitermachen, weil für heute ist es mir zu spät. Ich habe auch keine Lust mehr. Und habe jetzt erstmal alles weggeräumt. Und dann gucken wir uns morgen mal die Fehler an. Ja, warten wir. Bis morgen. So, dann machen wir jetzt ein paar Messungen. Gucken wir mal durch. So, in dem Bereich hier hatte ich ja einen Kurzschluss. Das messe ich mal eben von der Seite. Kaputt, das ist eine Sicherung. Ja, das ist natürlich schlecht jetzt. Tauschen wir die mal. Und dann geht's weiter. Jetzt muss ich mir aber erstmal die Lötstation holen. Bis gleich. So, Flussmittel. Holen wir die mal eben runter. Na komm. Das muss ich mal eben hierher wischen. Da so viel an der Spitze. Einmal drauf. So viel brauche ich gar nicht mehr eben erwärmen. Seite. So, dann Temperatur höher, Airflow höher, Pinzette, tun wir jetzt erstmal die weg hier. Einmal rüber.
Muss ich mal eben gucken. So rum muss ich. Einmal dahin. So, Flussmittel. Gut. Bord einmal auf Seite. Gut. Das war der erste Part. Rostiger. Einmal hinlegen. Einmal Messgerät. Spenderbord weg. Moment. Da ist es. So, jetzt müssen wir wieder Durchgang haben. Jawohl. Gut. Gucken wir mal weiter. So. Da habe ich Kurzschluss. Ich glaube, ich werde mir mal meine Thermalkamera kurz rüberholen. So, einmal Masse. Eingestellt habe ich jetzt mal 1 Ampere auf dem Netzteil. Jetzt gebe ich hier mal Strom gleich drauf. Aber jetzt muss ich erstmal meine Thermalkamera starten. Dann gucken wir mal, ob ich einen Hotspot finde. Ich habe auch die Makrolinse direkt drauf. So, jetzt muss ich mal gucken von hier. Und eben warten, dass er hochfährt. Dauert. Ich werde das jetzt mit der Wärmebildkamera nicht einblenden, weil ich habe jetzt diese Möglichkeit nicht hier, sage ich mal, das so aufzunehmen. Mein PC, der schafft das nicht. Der Laptop, so, jetzt gebe ich hier unten mal Strom drauf und gucke mal, was passiert. Nix. Gucken wir mal da oben bei den einmal drüber. Ja, da leuchtet es auf, aber das ist dann wiederum auf der anderen Seite, würde ich sagen. Gut, dann drehen wir das mal rum. Einmal abklemmen, Minus. Gut, einmal weg. Jetzt muss ich gucken, wo ich hin muss. Hier hat es aufgeleuchtet, richtig? Da, das messen wir hier mal. Mal gucken. Habe ich einen Kurzschluss? Da komme ich aber jetzt nicht zwischen hier. Kurzschluss, Kurzschluss. Der MOSFET-Defekt, Kurzschluss, 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 Kurzschluss. Und hier oben auch. So, jetzt nochmal die Spitze vom Netzteil für Plus. Komm her. Moment. So, jetzt geben wir hier nochmal Strom drauf. Gucken wir noch mal, was passiert. Ja,
Wie es aussieht, hat der MOSFET einen Kurzschluss, der leuchtet. Ja, gut. Dann wird es am MOSFET liegen. So, Netzteil einmal alles abklemmen. Spangenmasse einmal weg. So, Kabel einmal weg. Die Gurke hier, ups, hängen geblieben. Das hatte ich auch schon öfters. Einmal ausschalten, Wärmebildkamera. Ja, da muss ich jetzt hier ein bisschen Silberpapier haben. Ich muss das mal eben ein bisschen schützen hier. So. Drumrum irgendwie. Schneide ich mir mal ein Stück ab, Schere. Ich tue das mal hier zwischen. Man muss die Teile ja nicht unnütz mit Wärme reizen hier. Da ist auch der SSD-Controller in der Nähe hier. So. Lassen wir mal so. Dann brauchen wir Flussmittel. Hier zwischen. Bisschen Wärme ist das einfacher. Gut. Einmal weg. Komme ich mit der hier bei? Ja. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Oder echt eine enge Kiste hier zwischen. Passt so? Ja. Ups, ist der andere weggehüpft. Passiert schon mal. So. Den müssen wir gleich wieder drauflegen hier. Für den anderen, den kaputten hier, ist aber nichts Durchgebranntes zu erkennen. Muss ich mir jetzt einen anderen besorgen. So, einmal ablegen. So, dann hole ich mir jetzt vom anderen Board mal eben einen neuen, gebrauchten, bis gleich. Gut, habe ich. So, oh, sehe ich gerade, dass ich mir hier leider, weil er mir aus der Pinzette gerutscht ist, ein paar Bauteile verschoben habe hier. Einmal den, ein Cap. Die müssen wir natürlich wieder dahin tun, wo sie hingehören. Ne? Einmal. Der ist auch verschoben hier. Und da fehlt mir einer. Das muss ich mal gucken. Komm mal her. Hängt er an dem alten noch? Jo, da hängt er noch dran. Gut, da ist er. Das hätte ich vom anderen Board auch noch einholen müssen. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Caps wieder drauf, wo sie hingehören. Das passiert. Ist überhaupt kein Problem. Jetzt ist er mir weggesprungen. Komm her, wo bist du? Ist noch dran, den lege ich jetzt erstmal weg. Jetzt machen wir erstmal den Cap wieder drauf. Und kann man auch zeigen, sowas ist nichts Schlimmes in meinen Augen. Passiert. Andere blenden es aus. Ich nicht. Ich habe da kein Problem mit. Es passiert halt. Ist normal. So, Pistole wieder. Erst so ein bisschen runter. So. Pinzettchen, wo ist sie?
mal gucken. Den hier wieder in die richtige Position bekommen. Gut, weiter geht's. Den tun wir weg. Der liegt sowieso falsch rum, sehe ich gerade. Der muss so rum. Aber auf die Seite. So, jetzt tue ich hier mal eben kurz ein bisschen noch löten. Dann machen wir den gebrauchten drauf. Ist abgeklärt. Und ja, gut ist das. Jetzt brauche ich Flussmittel. Komm her. Hier tun wir auch ein bisschen Lot bei, hier auch. Ja, so ist das. Dann rutschen einem Teile weg, ne? Und man steht da. Aber ich sag immer, sowas kann man auch zeigen, definitiv gehört nun mal bei Reparaturen dazu. Jeder Tag ist anders. So, dann tun wir jetzt hier ein bisschen Lot drauf. Jetzt muss ich die Spitze mal eben säubern. So, ja, einmal Lot weg. Das Bauteil, da ist es. Achtet auf die richtige Position. Und dann einmal drauf löten. Die rutschen von selber rein. Gut, einmal auf den anderen Kacker. Wo ist er denn? Da. Der muss hier hin. Pistole. Nein, du bleibst da, wo du hingehörst. Rücken. So. Ein bisschen reinigen. So, nochmal messen, Messgerät. Wo müssen wir hin? Der Wert ist gut jetzt. Auch. 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 Minus.
Kein Kurzschluss mehr. Vierneunundachtzig passt. Gut. 4-3. 4-3. Alles richtig. Gut. Also hier haben wir keinen Kurzschluss mehr. Jetzt drehen wir nochmal um. Wechsel dich. Dieses Kackkabel immer. Müssen wir hier mal eben. Ich gehe da mal eben mit Papier drüber. Es läuft ja durch das Isopropanol. Wenn man das säubert, will ich nur wissen, ob der Kurzschluss weg ist. So, mein Müll. So, komm her. Messgerät. Boah, ist das alles ein Hickhack. So, wo war denn das? Einmal hier unten. Das ist gut. Sechs, 14, piep, genau. Ja, mein Gerät piept manchmal, manchmal nicht, aber ich erkenne es an den Werten. Ist auch schon ein älteres Modell, ne? So, jetzt gucken wir hier noch. Durchgang ist da. Gut. Jetzt möchte ich auf der anderen Seite auch noch mal eben was gucken. Drehung. Jetzt muss ich gucken, wo ich hin muss. Das ist der Bereich. Da war doch irgendwo eine Sicherung. Ja. Ist okay. Auch. Die aber nicht. Die ist auch Hopsi. Oh, nochmal tauschen. Nochmal eine tauschen. Flussmittel. Wo bin ich? So. Sturzschaden. So, Pistole wieder. Weg die Gurke, einmal auf die GPU-Seite hier drehen. Wo bin ich denn? Stromanschluss. Ist schon verheizt. Gut, hole ich mir ein anderes Board, weil hier fehlt sie schon. Dann nehme ich ja auch Teile runter. Ich hole mir ein anderes Board, hole die eben runter und dann geht es weiter. So, schärfen wieder. Da müssen wir hin. Ja.
So, Flusshütchen wieder. Einmal. Feste. Ja. Nochmal messen. Spitze ein bisschen abreiben. Piept. Gut. Hier ist kein Kurzschluss. Wert okay. Drüber. Auch kein Kurzschluss. In dem typischen Bereich. Hier haben wir auch gerne Kurzschlüsse. Ist auch nichts. Gut. So, Messgerät weg wieder. Dann würde ich sagen, einmal mit der Bürste her, alles säubern, Reiniger. Und dann können wir mal anklemmen und schauen, ob wir das Ding wieder ans Laufen kriegen. Ich wünsche es Ihnen. Kann natürlich noch mehr sein, weil das ist bei Sturzschäden, ist das schon mal. Ich hatte schon mal eine, die runtergefallen ist, die konnte ich nicht mehr retten. Ist halt so. Machen wir hier ein bisschen sauber alles. Gut. Mach das ein bisschen sauber alles. Noch ein bisschen. So, hier auch alles weg. Hier ist kaum was. Jo. So, dann würde ich sagen, holen wir uns das Blech und gucken mal, ob das Ding wieder einen Ton von sich gibt oder nicht. Bis gleich. Gut, dann machen wir jetzt die Paste eben weg. Dann bauen wir das Board einmal ein. Also nicht Paste, Flüssigmetall, ein bisschen zusammenziehen, neu verteilen. Den lassen wir weg. Gut, dann wollen wir mal checken, was passieren möge jetzt hier. So, HDMI. Muss ich nur aufpassen hier. So, einmal Strom drin. So, jetzt bin ich mal gespannt. Rückgabe. Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Jetzt ist nur die Frage, geht sie auch an? Sie pulsiert blau. Super. Haben wir sie gerettet? Hätte ich nicht mitgerechnet, aber ist halt so. Gut, die fährt jetzt hoch, so wie es aussieht. Jetzt muss ich nur mal eben warten, bis ich ein Bild bekomme. Jetzt habe ich keins. Leuchtet aber schon weiß. Hier. Aber kein Bild. Bis jetzt. Stellen wir mal HDMI um. Bin ich auf 2. Gucken wir mal. Das
das sieht gut aus. Ich werde mich mal eben anmelden hier. Controller. Komm her. So, wo muss ich rein? Da. Lädt. Oh, viele Benutzer. Verdammt viele. Mach mal 9. Als Gast, schnelles Spiel. Gut, sieht gut aus. Funktioniert wieder. CD kann ich jetzt nicht reinschieben, weil der Deckel ja hoch steht. Der ist nicht ganz bündig. Deswegen, ich fahre die jetzt runter. PS-Taste wieder. Und Tour. Ja, wieder ein Gerät ins Leben zurückgeholt. So, müsste jetzt runterfahren. Einmal raus. Jetzt warten wir eben, bis sie aus ist. Dann nehme ich die wieder auseinander, weil ich muss noch das Blech festschrauben. Laufwerk wieder rausnehmen, die ganzen Schrauben rein. Das zeige ich aber jetzt nicht mehr. Ich melde mich jetzt ab und sage ciao, bis zum nächsten Video. Tschö. Aber wir können ja die Fehler nochmal auslesen. Ich baue das jetzt mal eben so weit auseinander wieder. Und dann gucken wir mal, was für Fehler jetzt vorhanden sind. Sind ja alle gelöscht worden. Und gucken wir danach nochmal rein. Ich baue das eben auseinander, bis gleich, weil das Kabel muss ich ja auch noch ablösen. So, soweit blechmäßig alles fest. Ich muss jetzt nur noch die Kabel gleich ablöten. Das ist der TTL USB zum Auslesen. Sieht so aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht fotografiere ich ihn selber mal oder einzeln. So sieht das halt aus. So, den muss ich jetzt gleich da drauf stecken. Dann tun wir das Stromkabel rein. Jetzt fahre ich aber erst den Rechner hoch. Einmal warten. Gut, ist auch auf HDMI schon angeschlossen. Da muss ich die GoPro wieder einstellen. Jetzt müssen wir einmal Strom reintun hier. Das Gerät, wenn der Stromstecker drin ist, bitte nicht einschalten. Nur im Standby-Modus, also Stromstecker rein. Und so lassen, wie es ist. Kein Knopf drücken oder sonst irgendetwas. Gut. Stick leuchtet, den muss ich jetzt hier aufstecken, auf deinen Stecker. Das mache ich jetzt eben, da brauche ich aber 2 Hände für, dann ist das einfacher. Und ja, dann starten wir unser Service Tool und gucken mal, was für Fehler jetzt noch vorhanden sind. Bis gleich. Gut, Lichter habe ich mal ausgemacht, damit das von oben und von der Unterseite nicht so reflektiert. Ich stecke jetzt nur mal eben die Kabel zusammen, einmal. So, Rechner ist auch hochgefahren. Dann starten wir das Service Tool. Dauert ein bisschen. Wir sind nicht verbunden. Ich habe hier kein Internet. So, dann gucken wir mal, was für Fehler jetzt noch vorhanden sind. So, jetzt haben wir hier was stehen. Gehe ich mal ein Stück rüber. So. Die Uhrzeit, die stimmt aber vorne und hinten hier nicht. Wie spät haben wir das? Dann stimmt die Uhrzeit auf dem Rechner nicht. Gut. So, jetzt haben wir hier nichts mehr. APU, not responding, not responding, not responding. Und fehlerhaft heruntergefahren wurde das Gerät. Gut. Das war es eigentlich an Fehlercodes. Die rot umrandeten sind weg. Wir haben alles richtig gemacht und gut ist das. Weil die Konsolen speichern ja alles im Prinzip, wenn man sie runterfährt und vorher den Strom wegnimmt und hast nicht gesehen, CD-Fehler, das ist dann wahrscheinlich alles hier drin gespeichert. Mit CD-Laufwerk habe ich hier jetzt noch nichts gehabt, aber wie gesagt, so ist es okay. Dann werde ich jetzt hier die Fehler gleich nochmal löschen. Das
mache ich jetzt mal eben. Clear Error, Run, nochmal Klack, nochmal auslesen. Können wir ja nochmal gucken, gelöscht sind sie jetzt. Ja. Das lesen wir nochmal aus. Read Error Codes, No Error. So, jetzt ist alles raus. Gut, dann fahre ich meinen PC herunter und baue den Rest zusammen, löte die drei Kabel eben ab und das war's, würde ich mal so sagen. So, dann warte ich jetzt, bis hier alles so im Schacht ist, Stromkabel einmal ab, zusammenbauen und dann wird sich derjenige freuen, dass er wieder ein laufendes Gerät hat. Hätte auch anders ausgehen können und Sturzschäden sind immer so eine Sache, ne? Der sieht jetzt so aus. So. Vielleicht mache ich nachher auch mal Fotos. Das steht hier auch drauf. TX, RX, Ground, 5 Volt und 3 Volt. Oder 3,3. Und so habe ich mir das verlängert, damit ich hier mehr Spielraum habe und den nicht direkt hier liegen habe, wenn man auf die Kabel geht. Und gut ist das. Für mich ist das ausreichend. Jetzt drehe ich die rum, löte die Kabels noch ab und melde mich jetzt ab. Ciao.